Dich wird man in Arkham City beerdigen. Das dauert nicht lang. Wir werden jetzt... Nachdem ich mich um die gekümmert habe, nun zum eigentlichen Grund meines Besuchs. Aufwachen, Mr. Wayne. Wir haben viel... Ich muss mich wohl bedanken. Bruce Wayne ließ sich so viel leichter fangen als Batman. Und jetzt, da wir sie haben, kann Protokoll 10 beginnen. Es wird mein Erbe sein. Ein Sinnbild ihres Scheiterns. Und falls sie versuchen, mich aufzuhalten, werde ich allen ihr Geheimnis verraten. Neue Insassen, ihr gehört mir. Ich möchte mich vorstellen. Ich bin Professor Jubel. Verdammt, was soll das werden? Hast du gedacht, wir hören dich nicht? Bis heute. Helf mir! Verdammt, was soll das werden? Hilfe! Von diesem Zeitpunkt an werden sie nicht länger ein Teil der Gesellschaft. Willkommen in Arkham City. Was machst du hier, Wayne? Du den Butler umgelegt, was? Das Tier könnte sterben. Du wirst mir die Seife aufheben, Wayne. Du auf den Boden. Sofort. Worauf wartest du noch, Wayne? Reihe A, vorwärts. Du hörst in Reihe A. Bewegung, reicher Sack. Ich hörte, der Pinguin hat ein Kopfgeld auf sie ausgesetzt. Ihr zwei, geht aus dem... Reihe A, gefangen. Schwing deinen Arsch hier hoch. Hab ich. Lass mich Bruce Wayne, du stehst auf meiner Liste. Brich seinen Kiefer! Hey! Aus weiter gehen, Gefangener! Die Waffen runter. Mr. Wayne wird uns keinen Ärger bereiten. Nicht wahr, Mr. Wayne? Die Handschellen können dranbleiben. Wir wollen es ja nicht zu leicht machen. Stimmt's? Die Türen schließen. Fertig machen für Einlass. Neuer Gefangenentransport. Bruce Wayne? Na klasse. Gerade noch berichte ich über Ihre lausige Pressekonferenz. Jetzt sind wir beide hier. Es wird Ihnen eine Lehre sein, sich nicht mehr in die Politik einzumischen, was? Hören Sie mir gut zu. Wenn die Tür öffnen, Ruhe bewahren. Bleiben Sie in meiner Nähe. Von einem, der noch nie gekämpft hat, lasse ich mir ganz sicher keine Ratschläge erteilen. Ruhe bewahren. Sie versuchen uns anzuziehen. Sorry, Mann. Jeder ist auf sich allein gestellt. Aufstehen, Ryder. Ich sagte aufstehen. Willkommen in der Hölle, Rufy Boy. Hallo, Mr. Wayne. Oh, was ist los? Soll ich Ihren Butler rufen? Cobblepot. Sie erinnern sich. Ich bin gerührt. Ihre Familie hat meine zerstört, Wayne. Das? Nun ja, nennen wir es doch ganz altmodisch Rache. Wie hat er das gemacht?
Ich muss weiter nach oben und Alfred kontaktieren. Alfred, hast du mein... Ich habe in den Abendnachrichten gesehen, wie sie abgeführt wurden. War es die ganze Zeit über Teil ihres Plans, sich festnehmen zu lassen? Nicht ganz, obwohl mir das ein Vier-Augen-Gespräch mit Hugo Strange verschafft hat. Und wie verlief es? Gar nicht gut. Er weiß, dass Bruce Wayne Batman ist. Außerdem hat er mir gesagt, dass ihn etwas namens Protokoll 10 berühmt machen wird. Ich kann ab... Ist sie eingetroffen, Sir? Gerade rechtzeitig. Ich habe einen Teig. An alle Einheiten, hier Air Tiger 4. Die Gefangene 4011 ist im Gerichtsgebäude. Ich wiederhole, Catwoman ist im Gerichtsgebäude. Ist sie in Gefahr? Bestätigt. Zielperson ist in der Gewalt von Dent. Wir glauben, dass er sie töten will. Wie sollen wir vorgehen? Schon gut. Lassen wir Two-Face den Spaß. Verstanden. Das klingt nicht gut. Nein, tut es nicht. Mr. Dents Vorliebe für das Binäre dürfte Miss Kyle gar nicht gut bekommen. Wenn es in Arkham City eine Person gibt, die weiß, was gespielt wird, dann ist sie es. Ich muss nach Catwoman suchen. Wo zum Teufel ist der hier? Was macht der hier? Unser Freund Batman ist hier. Schnappt ihn und schneidet ihn in zwei. Wenn ich fertig bin, dann kennt sich Mutti nicht wieder. Du hast in meinem Gerichtssaal nichts zu suchen, Batman. Einspruch. Abgewiesen. Ich muss herausfinden, wo die Kugel in den Gerichtssaal eingedrungen und eingeschlagen ist. Die Kugel ist hier eingeschlagen. Und wo kam sie in den Raum hinein? Die Flugbahn der Kugel führt mich geradewegs zu... Protokoll 10 tritt in 10 Stunden in Kraft. Ist er noch da drin? Glaub schon. Ich kann da drin jemanden hören. Mann, lass die Tür zu. Ich habe keine Lust auf eine Prügelei mit Batman. Du hast nicht gesagt, dass es Batman ist. Wieso sind wir noch hier? Frierst du? Natürlich friere ich. Es sind 10 Grad minus und Harley... In Deckung! Es ist Batman! Thank you.
Essen hier schmeckt, als hätte eine Ziege es ausgekotzt. Lass die Dame los, Batfreak. Sonst kriegen die hier alle eine Kugel ab. Ich glaube, du solltest lieber tun, was er sagt. Wäre ein Jammer, wenn Blut auf meine neuen Klamotten spritzen würde. Was meinst du, Fledermaushirn? Ist das okay? Was rede ich da? Natürlich! Natürlich ist es das! Egal. Die Sache ist die. Mr. J ist nicht in der Lage, Besuch zu empfangen. Er fühlt sich nicht so. Auch wenn er recht viel an sich rumfühlt. Aber das meinte ich nicht. Es geht ihm nicht gut und die bescheuerte Ärztin von hier konnte ihm auch nicht helfen. Ich glaube, selbst diese Penner sind klüger. Ich muss los, Jungs. Wenn er irgendwelche Spielchen versucht, tötet ihn! Es wäre Selbstmord, bewaffnete Schurken frontal anzugreifen. Ich muss verschwinden und sie leise nacheinander ausschalten. Keine Be... Wo ist der hin? Ist weg! Verschwunden! Ach, Scheiße! Der schnappt uns! Was ist los? Antworte mir! Verdammt, er hat nichts! Bleib weg, Batman! Bleib weg! Alles wird gut. Warten Sie hier und seien Sie still. Alles in Ordnung. Der Raum ist gesichert. Gott sei Dank. Yo, Batman! Danke für die Hilfe! Da ist die Waffe. Allem Anschein nach wird sie von Joker ferngesteuert. Wen haben wir denn da? Wir haben uns ja ewig. Wie lange haben wir uns nicht gesehen? Mal überlegen, da war eine Anstalt, ein paar Monster und... Oh, stimmt ja! Du wolltest mich da verrecken lassen. In deiner Erinnerung hat es sich vielleicht anders abgespielt, aber wen kümmert's? Du musst dich jetzt nur noch um die Bomben sorgen. Alfred, ich habe das Signal geordnet, mit dem das Scharfschützengewehr ferngesteuert wurde. Es war der Joker. Bestand daran je ein Zweifel? Ich schnapp ihn mir. Das Funksignal müsste mich zu ihm führen. Viel Glück, Sir. Absolut sicher? Nein, aber haben wir eine Wahl? Es muss noch was anderes geben, was wir tun können. Was? Das mit Pinguins Jungs hast du versaut. Die legen uns um, wenn wir... Es ist die blöde Fledermaus. Willkommen, Eltern! Ihr werdet nun mit zögerlichen Schritten einer besseren Welt entgehen. Eine Welt voller Spaß und Heil und nur eine einzige Person, die ihr gehorcht. Erweitertes Realitätstraining aktiviert. Batman, er ist hier! Wofür gehen wir dann immer noch in diese Richtung? Weil wir keine Wahl haben. Erweitertes Realitätstraining abgeschlossen. Erweitertes Realitätstraining aktiviert. Ist das hier kalt? Wem sagst du das? Erinnerst du dich an einen Winter, der so war?
Erweitertes Realitätstraining aktiviert. Ja, der hat bestimmt auch seine alte eingefroren. Ich meine, findest du... Erweitertes Realitätstraining abgeschlossen. Batman ist hier! Erweitertes Realitätstraining aktiviert. So, aber heute knallen wir sie ab. Gestern haben wir sie in das Hinterzimmer geführt und ihre Haut verbrannt. Echt? Ja, aber manchmal nimmt Joker auch jeden in die Gang auf. So bleibt es spannend. Erweitertes Realitätstraining abgeschlossen. Sie haben Batwing angefordert, Sir. Haben Sie beim Packen etwas vergessen? Nein, Alfred. Ich glaube, ich brauche den greifharten Schuh. Aber Mr. Fox sagte doch bereits, dass es noch nicht einsatzbereit ist. Wir sind noch in der Prototyp-Phase. Ich habe lange genug trainiert. Ich bin bereit. Alfred, ich muss... Das Letzte, was er gebrauchen kann, ist... Ja, Joker will, dass man ihn für krank hält. Dann zack, erwischt. Weiß nicht, Mann. Hab ich euch nicht etwas Unterhaltung versprochen, Jungs? Bitte, ich hab alles versucht. Die Quacksalberin hat Mr. J hängen lassen. Und ihr wisst... Helft mir! Halt! Planänderung. Bringt sie in die Schmelzkammer. Mr. J will, dass sie ruhig noch etwas länger leidet. Also gut, raus mit dem Rest von euch Idioten. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Geht zum Schneemann und bringt ihn hierher zurück. Sofort! Er wird dafür bezahlen, dass er Mr. J über den Tisch gezogen hat. Das ist die blöde Fledermaus. Holt ihn her! Na, wer ist denn dann nicht von Mr. J's wunderschönen Falle in Stuhl gesprengt worden? Lass ihn nicht schon wieder entkommen, Jungs! Alfred, ich hab den... Oh, Mr. J,
Mir hat niemand gesagt, dass Bett. Kam von hier drüben, ganz sicher. Was ist nur los mit dir? Versuchst du. City ist erst der Anfang. Was zum... Ich passe hier auf. Was zum... Rauch! Wir warten dann einfach darauf, dass Batman durch die Tür kommt und gehen auf ihn los? Das ist der Plan. Das ist kein Plan. Das ist Selbstmord. Der macht mir keine Angst. Die Tür ist zu. Die Fledermaus ist hier! Protokoll 10 für die 9 Stunden in beibringen. Das wird leicht, Batman. Du hast jeden Schlag, den du hast, verdient, Batman. Sofort aus dem Weg, Quinn. Lass uns in Ruhe, Batman. Geh, lass mich mit ihm allein. Ich hab gesagt, aus dem Weg. Das ist alles deine Schuld. Seit Jahren stellst du ihm nach, schlägst ihn zum Brei und verfolgst. Ich muss meine Sachen aus meinem Apartment holen. Ohne meine Sachen habe ich gegen Ivy keine Chance. Ohne sie wäre ich nackt. Ein Kampf hier drüben! Es ist Catwoman! Wer hat Catwoman hier reingelassen? Finden, wo sie lebt.
Two-Face meinte, es sei hier irgendwo in der Nähe. Na und? Was macht die hier? Schön, zu Hause zu sein. Okay, Selina, Zeit, Ivy zu suchen. Hoffentlich hat sie mir verziehen. Natürlich hat sie das. Die weiß gar nicht, was nachtragend heißt. Die Außenmauer ist für jeden Insassen von Arkham City absolutes Sperrgebiet. Vorsicht, Catwoman! Catwoman ist hier. Versteck dich ruhig da oben. Wir kriegen dich trotzdem. Was ist? Hast du Angst, Catwoman? Die solltest du haben. Hey, Pammy, ich habe eine Idee. Wenn du unbedingt einen Freund willst, versuch's doch mal mit ausgehen. Vergiss diesen Voodoo-Scheiß. War's das, Feuermelder? Glaubst du wirklich, dass du Mutter Natur besiegen kannst? Ich habe Wochen darauf verwandt, die Gifte zu perfektionieren, die Fleisch im Körper zerstören. Sind wir jetzt fertig, Ivy? Ich wollte nur reden, mehr nicht. Wenn du noch atmest, sind wir noch nicht fertig. Sie ist stur, das muss ich ihr lassen. Die Natur ist schneller als du, Selina. Meine Sporen werden deine Lungen füllen und dich von innen her töten. Los, komm her, Harley. Aber ich will wissen, wer er ist, Schatzi. Keiner ist der, für den er sich ausgibt, Süße. Wozu den Spaß verderben? Es war alles gelogen. Und du bist überhaupt nicht krank. Nett, dass du das sagst. Aber du müsstest es eigentlich besser wissen. Ich bin ganz schön krank, mein Freund. Nehmen wir nur mal mein Blut als Beispiel. Wünschte, jemand würde es nehmen. Es bringt mich noch um, dieses Zeug. Kann mir doch egal sein. Nicht ganz, denn ein klitzeklein bisschen von mir ist auch in dir, Bats. Ach komm. Sag nicht, dass du das nicht schon immer wolltest. Hör zu, uns läuft langsam die Zeit davon. Ich brauche deine Hilfe. Ich hatte das Heilmittel schon fast. Ich war ganz nah dran, doch man hat's mir weggenommen. Dann sterben wir also beide. Das ist es mir wert. Ach ja? Stell dir vor, du stirbst, obwohl du weißt, dass es Gotham schon bald genauso ergehen wird. Wovon redest du überhaupt? Oh, hab ich das nicht erwähnt? Ich habe die letzten Wochen damit verbracht, Proben meines Blutes in sämtliche Notaufnahmen der Stadt zu bringen. Dann ist das Protokoll 10. Gotham wird vergiftet. Ich hatte irgendwie mehr erwartet. Protokoll 10? Noch nie davon gehört. Gut festhalten! Alfred, Joker hat... Oh, ich...
Wachstum. Ist er eigentlich angestellt? Hier muss es zu Frees Labor gehen. Ich bewege mich definitiv auf die kälteste Stelle zu. Batman, es ist Batman! Ich früher dran gedacht habe. Ein direkter Draht zu meinem besten Freund auf der ganzen Welt. Stell dir das vor. Ich kann immer anrufen, wenn mir langweilig ist. Ich glaube, unsere Freundschaft erreicht eine neue Ebene. Wer weiß, vielleicht schreiben wir uns schon bald E-Mails oder verabreden uns zu romantischen Essen bei Kerzenschein. Alte GCPD-Gebäude? Freeze war vermutlich eins der forensischen Labore umfunktioniert. Ich muss da rein. Wenn ich dieses Funkgerät hätte, kann ich sämtliche Funksprüche von Pinguin abhören. Jokers Jungs sind immer noch draußen. Da bist du ja, Bat! Pinguin überwacht seine Männer mit Herzfrequenzmessungen. Er wird es merken, wenn ich einen davon ausschalte. Ich muss schnell sein. Verdammt! Wer ist das? Ich gebe auf! Sieh mich an! Du doch, du Kleiner! Kannst ihn haben, Batman? Hier in meinem Museum bin ich sicher. Versuch doch, mich zu holen! Ich habe noch eine Menge Überraschungen für dich! Und die erste kommt jetzt! Das klingt nicht gut. Alfred. Spreng die Brücke und die Leute vom Cloud sitzen fest. Ganz einfach. Aber Mr. Cobblepot, wir sitzen auch fest. Und? Wir können nicht zurück. Und das heißt was? Nun, nur dass sie uns hier bei den Leuten vom Cloud zurückgelassen haben. Versuch ein paar von ihnen umzulegen, bevor du stirbst, Junge. Du Bastard. Ich krieg nur Schub, wenn ich die Greifhaken auf größere Distanz einsetze. Habt ihr gehört? Er sagt, dass ich euch eine Kuh... Anscheinend verschärft Pinguin die Sicherheitsmaßnahmen. Sein Museum ist schon die reinste Festung. Stimmt, dass Batman hier ist, hat ihm vermutlich doch Angst eingejagt. Protokoll 10 tritt in 7 Stunden in Kraft. Es ist die blöde Fledermaus! Das ist Pinguin! Willkommen im Cyberspace-Nähe.
Ich glaube, ich möchte nicht, dass du in mein Zuhause einbrichst, Batman. Irgendetwas stört meine Kommunikation mit der Bathöhle. Pinguin muss irgendwelche Funkstörsysteme vom Militär einsetzen. Die bekomme ich nur deaktiviert, indem ich sie zerstöre. Am Störgeräteturm befinden sich drei Konsolen. Ich muss alle drei zerstören, um ihn auszuschalten. Alarm! Er ist Alarm! Au! Ein Störsender weniger. Ich sollte nach weiteren suchen. Was ist da draußen los? Eines der Störsignale ist gerade verschwunden. Sorry, Mr. Cavendish. Ich weiß nicht. Dann find's raus. Und während du das tust, überprüfe auf die anderen Störgeräte. Sonst komme ich nämlich runter und steck dir die Reste da voll. Störgeräten gemacht. Wo steckt der Rest von euch Idioten? Wir haben es gerade mal bis unter die Erde geschafft. Stellt es einfach da auf, wo ihr seid. Sofort! Batman! Batman vermutlich auf den Weg herunter. Verstanden? Batman, ja, Sir! Mr. Cobblepot. Das Signal ist wieder gestört. Anscheinend hat Pinguin irgendwo unter Arkham City einen letzten Störsender aktiviert. Oder? Er ist grau. Das Plakat muss schon über 100 Jahre alt sein. Wie kann es da der... Batman! Es ist Batman! Ihr habt den Pinguin gehört. Batman ist auf dem Weg. Gut. Ich wollte diesem Freak schon immer mal auf die Fresse hauen. Batman! Er ist es. Es muss Batman sein. Mann zum Teufel! Sie haben es! Es muss Batman sein! Er hat Rauch benutzt, um abzuhauen. Der Bastard hat alles! Ich hab diese Seite geeignet! Wir Batman! Das war der letzte Störsender. Jetzt muss ich eigentlich in das Museum kommen. Was zum Henker ist da unten los? Hallo! Hat hier jemand die Güte zu antworten? Ich habe nur von euch verlangt, dass ihr ein paar beknackte Maschinen aufstellt. Und was ist? Nicht einmal das könnt ihr! Ich hoffe, dass euch Batman jeden einzelnen Knochen bricht. Ich hoffe, dass ihr gar nicht und verzweifelt nach Luft schnappt, weil eure Lungen von euren Rippen durchbohrt wurden. Wenn dem nicht so sein sollte, dann rate ich euch, euch aufzuraffen und die Beine in die Hand zu nehmen. Denn nach Batman kümmere ich mich um euch! Wusstest du nicht, dass Batman an den Störgeräten nicht vorbeikommt? Batman! Hilf mir! Wo du auch steckst, Batman, da...
Naturkunde. Alle Besucher müssen sich durchsuchen lassen. Dies ist Teil der Anstrengungen zum Schutz unserer einzigartigen Sammlung. Wir legen alle Besucher auf. Haben wir was gefragt? Es ist die blöde Fledermaus! Hab den Pinguin gefunden. Hier drüben, bitte. Das Eis sieht instabil aus. Ich muss langsam sein, mir Zeit lassen.
Halt! Woher hat Pinguin die Waffe? Er hat sie von Mr. Freeze gestohlen. Ich hol sie zurück. Komm schon! Hey, was macht er? Der hat da irgend so ein Computerdings. Wie hat er... Ich werde dich in Stücke schneiden, Ami. Sie benutzen Wärmesichtgeräte. Jeder, der eines trägt, wird in der Lage sein, mich im Dunkeln zu sehen. Keine Sorge, Mr. Cobblepot, wir haben alles im Griff. Der Anzug von Freeze ist im Kasten. Hab ihn im Blick. Das will ich dir. Zeit zu sterben! Ich hab ihn! Er ist hier! Zu mir! Seien Sie leise, dann sind Sie sicher. Hier drüben, ich hab... Also ich verliere die Geduld, du verlierst die Leute. Mal sehen, wer zuerst bei Null ist. Habt ihr Batman schon aufhalten können? Was ist mit dem Anzug von Freeze? Antwortet mir! Ich hab gesehen, wie du... Das ist also der berühmte... Okay, zuhören. Nur noch mal zur Info. Batman hat unsere Ärsche gerettet. Ab jetzt kontrollieren wir diesen Raum. Keiner geht rein oder raus. Was ist mit dem kleinen Bastard, der uns das angetan hat? Anscheinend beginnt das Eis aufzutauen. Was, Batman? Ein... Was?
ist erledigt, Cobblepot. Nein, entschuldige, bitte tu mir nicht mit. Was zum Henker treibst du da? Aufhören! Nein! Was zum Henker treibst du da? Oh, du willst es wohl nicht anders. Mal sehen, wie viel dieser hässliche Schweinehund einstecken kann. Das hat sich ja wehgetan, nicht wahr? Zum Glück. Lass den Unsinn mit dem Sprengstoff. Ich mein's ernst. Nein! Was hast du getan, du Kleiner? Du kannst ihn nicht töten. Das geht nicht. Wer hätte damit gerechnet? Du kannst den Bastard nicht töten! Antiquitäten! Lass sie in Ruhe! Lass den Unsinn mit dem Sprengstoff! Ich mein's ernst! Nur noch du und ich. Fledermaus gegen Vögelchen. Oracle, neuer Plan. Ich verfolge die... Ich bin Ra's al Ghuls Blut. Okay, gut. Ich schätze, du musst ihn suchen. Aber lass dich nicht ablenken. Sie darf dir nicht wieder in die Quere kommen. Hier haben Sie eine Anfrage zur League Office. Schon irgendwie gemeldet? Kann mich jemand hören? Komm! Ich höre dich. Hier herrscht völliges Chaos. Der Boss ist weg. Erledigt, Pinguin! Die Blutspur führt nicht weiter. Ich kann die Attentäter nur finden, wenn ich noch weitere Beweismittel aufspüre. Nur wenn ich am Ninja einen Sinn befestige. Das ist wirklich klar.
Du bist nur noch am Leben. Pinguin ausgeschaltet hat. Glaubst du, dass das stimmt? Ich weiß nicht, aber wenn ja, brauchen wir einen neuen Plan. Wenn Pinguin weg ist, wird Two-Face zum Gegenschlag ansetzen. Der übernimmt alles. Ich weiß es. Hat Catwoman den nicht fertig gemacht? Denkt man, es kann nicht schlimmer werden. Und schon wird's schlimmer. Man hat den Pinguin kaltgestellt. Also ist das Museum jetzt zu haben. Joker wird nicht wollen, dass Two-Face es bekommt. Sicher schickt er uns los, damit wir ihn aufhalten. Hast du gesehen, wie der Typ aussieht? Junge, der Kerl ist so... Oracle, ich gehe nach unten. Unter der Oberfläche ist Gotham ein Irrgarten aus Stahl- und Eisenstreben. Mein Signal könnte darunter leiden. Versuch es nicht zu verlieren. Ich leite zusätzliche Satelliten zur Überwachung. Da oben sei es schlimm. Hier. Batman! Es ist Batman! Nur zu! Lauf! Verdeck dich! So, hören! Der Rest von Pinguins Leuchtner. Protokoll 10 tritt in 5 Stunden in Kraft. Alles in Ordnung? Ist was passiert? Sämtliche Werte deines Anzugs waren im roten Bereich. Gib mir eine Sekunde. Ich werde es schon schaffen. Nein, wirst du nicht. Beeilung! Dir läuft die Zeit davon. Mann, was ist in diesen Dingern? Waffen, Sprengstoff, Thermalsensoren, was eine Arme. Du wirst denn ab... Oracle, wieso? Na, wen haben wir denn da? Ist was dort? Bitte, tu mir nicht... Rauch! Was? Los! Bitte hilf mir! Hallo? Leute! Bitte hilf mir! Hört ihr mich? Wo sind meine Waffen? Ich brauche sie dringend, um damit... Wo? Bist du immer noch da unten, Ben? Festhalten! Oracle, ich bin's. Joker stiehlt seine Waffen nicht von Strange, sondern er wird von ihm mit Waffen beliefert.
Sie sind über. Signal des Senders. Verdammt, die Daten sind unvollständig. So fortschrittliche Technologie hat damals eigentlich noch gar nicht existiert. Es scheint, als seien die Daten in einem geteilten Speicherbereich abgelegt worden. Vielleicht bekomme ich die Informationen von den anderen Wächtern hier unten. Zusammengesetzten Überwachungsaufnahmen zeigen, wo die Attentäter hingegangen sind. Sieht aus, als sei ein Schwert hier das Richtige. Protokoll 10 tritt in 4 Stunden in Kraft. Mögen die Prüfungen beginnen. Tausende von Kriegern sind auf der Jagd nach dem Dämon umgekommen. Viele der Möchtegern-Nachfolger waren nicht mehr als Kinder, die gegen die Grauen der Schöpfung ankämpften.
Hab schon Schlimmeres gesehen. Nichts kann dich auf das vorbereiten, was folgt. Die Vorsehung entscheidet über dein Schicksal. Ich scheitere nicht. Ich habe diese Worte bereits 100 Mal gehört. Hoffen wir, dass du recht behältst. Deine Reise beginnt hinter dieser Tür. Willkommen, Detective. Ich bin der große Ra's al Ghul. Vor dir liegt die erste Prüfung des Dämons. Du musst aus dem Kelch trinken. So einfach ist es. Gut. Spüre, wie das Blut des Dämonen durch deine Adern strömt, deine Gesundheit regeneriert und deinen Willen manipuliert. Deine nächste Aufgabe ist leicht. Folge mir durch diese Welt und die Prüfung ist bestanden. Wenn du auf dem Weg etwas berührst, stirbst du. Diese Prüfungen werden zeigen, ob du stark genug bist, meine Armeen zu führen und diese Welt von dem Bösen zu befreien, das sie zerstört. Bist du derjenige, nach dem ich gesucht habe, Detective? Mein Nachfolger? Das Blut des Dämonen hat es mir ermöglicht, 600 Jahre zu leben. Stell dir vor, wie viel Gutes du in so einer Zeitspanne tun könntest. Wie ich sehe, wird dein Körper schwächer. Die geringe Menge, die ich dir zu trinken gab, wird dich ein paar kostbare Stunden länger am Leben erhalten. Zeit für dich, die ultimative Entscheidung zu treffen. Es wird Zeit, mir gegenüberzutreten. Bewältige diese Herausforderung und das Blut des Dämonen wird dir das ewige Leben schenken. Detective, jetzt komm und finde mich. Hole dir deine Belohnung. Du hast es geschafft. Deine letzte Herausforderung wartet hinter dieser Tür. Ich bete, dass die Geister gnädig sind. Shut up.
Du hättest mich töten sollen, als du die Gelegenheit dazu hattest. Es gibt so viele von uns. Sieh, die wahre Macht meiner Lazarusgrube. Es ist unser Schicksal, die Erde zu beherrschen, den Menschenabschaum von ihrem Antlitz zu wischen. Nur wir können es erreichen. Mein Vater ist alt, seine Zeit ist abgelaufen. Unsere beginnt erst. Nimm seine Klinge, töte ihn. Akzeptiere dein Schicksal. Akzeptiere unser Schicksal. Du weißt, dass ich das nicht tun kann, Talia. Dann, Geliebter, wirst du sterben müssen. Du kannst uns nicht besiegen! Du kannst uns nicht schlagen! Du hättest dich uns anschließen sollen! Unsere Zahl ist Legion. Da wirst du büßen. Was macht ihr da? Hör mir zu, Detective. Hör gut zu. Du wirst mich töten. Du wirst die League of Assassins anführen. Denn wenn du es nicht tust, töte ich die einzige Person, die du jemals geliebt hast. Das war nicht Teil des Plans. Sie enttäuschen zu müssen. Hast du Ras gefunden? Sekunde. Dein Anzug meldet wieder normale Werte. Bist du geheilt? Was ist da los? Ras befindet sich mit seinen Truppen unter Arkham City. Sie extrahieren irgendeine in der Natur vorkommende Chemikalie, die er Lazarus nennt. Er benutzt sie schon seit Jahrhunderten und hat den Prozess so weit perfektioniert, dass er in der Lage ist, sich damit von den Toten wiederzuerwecken. Hast du was genommen? Er hat mich dazu gezwungen. Geringe Mengen davon scheinen die meisten Gebrechen zu heilen. Aber selbst die kleine Dosis, die ich genommen habe, hat üble Nebenwirkungen. Ras war dem Zeug zu lange ausgesetzt. Das hat sich bemerkbar gemacht. Und glaubst du bist geheilt?
Nein, die Wirkung ist nur vorübergehend. Ras wollte mich davon überzeugen, seine Grube zu benutzen, aber die Risiken sind zu groß. Wenn ich hier fertig bin, muss ich die Lazarus-Technologie weiter erforschen. Ich habe Ras gesagt, dass er die Grube schließen soll. Und du glaubst, das tut er? Vermutlich nicht. Ras ist von dieser Grube abhängig. Ich habe ihm die Chance gegeben, diese Abhängigkeit zu... Protokoll 10 tritt in 2 Stunden in Kraft. Pinguins Leute gerannt sind? Ja, Cobblepot ist erledigt. Wir müssen uns nur neu gruppieren, dann gehen wir in den Tunnel und machen sie fertig. Batman! Batman! Es ist Batman! Ich sichere die Tür! Werdet ihr sterben? Ganz einfach. Für was entscheidet ihr euch? Bin dabei. Ja, ich auch. Vorsicht! Batman ist hier! Spreche, wird ein neuer Insasse in die Anlage gebracht. Die Älteren unter Ihnen werden in ihm Quincy Sharp erkennen, Bürgermeister von Gotham und gescheiterter Anstaltsleiter von Arkham Asylum. Bereiten Sie ihm bitte einen gebührenden Empfang. Das klingt nicht gut, oder? Nein, tu. Sterben, Batman! Nein, bitte! Bruce, die Biomedizin. Nein, nichts da. Du musst sofort zum GCPD zurück. Bitte, Bruce, tu's für mich. Letzten Besuch hat er dir 3 Zähne aus der Fresse geschlagen. Was ist? Vermisst du ihn? Was machst du, Bat? Ich dachte, wir wären Freunde und würden zusammenarbeiten und so. Wie ich hier so liege und mich an die Reste meiner Lebenskraft klammere, werde ich das Gefühl nicht los, dass du mich hintergangen hast und jetzt dem wandelnden Kühlschrank hilfst. Nicht nur du kannst dieses Spielchen spielen. Versuch mal, zu diesem verräterischen Schneemann ins GCPD zu kommen, ohne dass dir meine Jungs den spitzen Schädel wegballern. Na los, wette, du traust dich nicht. Thanks. Keine Ahnung, es friert immer wieder ein. Das ist Freeze. Er macht irgendwas. Hast du einen Plan B? Wie kommen wir jetzt da rein? Was zum Teufel?
Du bist jetzt in meinem Reich. Oracle, Freeze greift mich an. Ich brauche sofort das Telemetriesignal von seinem Anzug. Kein Problem. Bruce, denk an das, was beim letzten Mal geschah. Lass es nicht auf einen direkten Schlagabtausch ankommen. Er ist zu mächtig. Okay, Daten liegen vor. Leite sie weiter. Du hast nicht länger die Luft vor. Oh, hast du? Du willst Magneten gegen mich einsetzen? Daraus wird nichts. Ich kann meine Taktik anpassen. Du auch. Unser geheimnisvoller Anrufer hatte recht. Es ist offenbar tatsächlich Batman, der das Gebäude verlässt. Ach, wirklich? Hallo Gotham, ich bin's. Ich fürchte, Miss Weil wird in Kürze nicht mehr auf Sendung sein. Wir entschuldigen uns für diese Störung. Wir wurden getroffen. Wir stürzen ab. Mayday! Mayday! Wenn uns jemand hören kann, wir... Wir brauchen Hilfe. Ich setze hier fest und stecke mitten in etwas, das wie ein Wattenkrieg zwischen... Zum Teufel war das? Überall um mich herum sind Scharfschützen. Es sieht so aus, als würden sich die Insassen uns nähern. Meine Güte, bitte, wenn ihr uns hört, schickt Hilfe. Es spricht Vicky Vale. Ich wiederhole, hier spricht Vicky Vale. Helft mir. Bitte, Hilfe. Wenn Sie mich hören können. Hier spricht Vicky Vale. Mir läuft die Zeit davon. Du solltest hier in... Nun, Gotham, wie es aussieht, bin ich fürs Erste sicher. Ich wurde soeben von Batman. Gekümmert hast, habe ich die Sicherheitsvorkehrungen im Stahlwerk erhöht. Tut mir leid, dass ich dir das sagen muss. Aber ich glaube, du wirst dort nicht hineinkommen. Das wird zu emotional. Ich sichere die Tür. Ich mag mir gar nicht vorstellen, dass du da draußen sterben könntest. Ich sehe dich vor mir, wie du auf dem Schnee liegst. Und nur das zaubert dir doch ein Lächeln ins Gesicht. Glaubst du, kannst dich verstecken? Batman ist zurück!
Batman ist... Na dann, weißt du irgendwas über Protokoll 10? Klingt gruselig. Ich habe gerade gehört, dass mein Dad in das Rathaus beordert wurde. Strange hat darum gebeten, dass das Notfallprotokoll 10 in Kraft gesetzt wird. Weiß Gordon, was Protokoll 10 ist? Es ist eine Sicherheitsmaßnahme nur für den Notfall. Strange hat dem Stadtrat gesagt, dass es ihm nicht gelungen sei, den Einsatz illegaler Waffen im Gefängnis zu unterbinden. Diese Waffen hatte er besorgt. Er hat es die ganze Zeit geplant. Es sieht ganz danach aus. Bei ihm klang es so, als würden die Gefangenen einen Massenausbruch und einen Angriff auf Gotham planen. Ich halte dich auf dem Laufenden. Sag mal, hast du den Joker gesehen? Ich werde jetzt mal erklären. Es ist... Ich hoffe, er bricht euch fast an. Bitte, hol mich hier runter. System des Rats gehackt. Die Ratsmitglieder kommen zurück. Sie sehen nicht sehr glücklich aus. Sie sagen Strange, dass sie von ihm sehr enttäuscht sind und nie gedacht hätten, dass Protokoll 10 irgendwann aktiviert werden müsste. Aber sie haben ihm die Erlaubnis dazu gegeben, oder? Guten Abend. Protokoll 10 tritt in 30 Minuten in Kraft. Jeder hat für diesen Fall besondere Befehle erhalten. Sie sind zu befolgen. Brauchst du immer noch eine Antwort? Bruce, das gefällt mir nicht. Sei vorsichtig. Schon gut. Also hab ich's gemacht. Hättest sein Gesicht sehen sollen. Echt lustig, Mann. Und was dann? Hat sie's getan? Natürlich. Ich meine, sieh mich doch an. Ich bin heiß. Was ist... Was? Nicht entkommen! Granate! Hey, Batman! Du hast dich so schnell umgehauen, dass man meinen möchte, du hättest nur noch ein paar Stunden zu leben! Toll! Wir sehen uns bald! Kann's kaum erwarten! Ich höre dich, Kumpel! Wie läuft's denn so bei euch?
hätte diesem Protokoll 10 Mist gehört, von dem Strange ständig labert? Was hat der bloß für ein Problem? War ihr nicht sogar derjenige, von dem wir die Knarren haben? Ja, der will das so. Vorsicht, die Fledermaus! Protokoll 10 tritt in 10 Minuten in Kraft. Es gibt Haue! Nur du! Bitte aufhören! Ich kann nicht mehr! Hast gewonnen! Hast mich besiegt! Sekunde, sagte ich. Mich? Ich meinte mich und diese Jungs! War es das jetzt, Ivy? Wie ich bereits sagte, das mit den Blumen war nicht meine Schuld. Du weißt es, ich weiß es. Du hättest sie... Meldung machen. Tiger-Zentrale, wir sind in Sektor 2. Wir werden angegriffen. Ah!
Da sind Ivys Ranken. Und da ist das Lager. Gute Arbeit, Rotschopf. Zeit, da reinzugehen. Ich muss schnell und möglichst unsichtbar sein. Eine falsche Bewegung, dann springen die Sicherheitssysteme an und der Tresorraum verriegelt sich. Dauerhaft. Protokoll 10 tritt in 10 Minuten in Kraft. Nächster Halt, Sicherheitszentrale. Was ist los? Jemand öffnet den Tresorraum. Ist das eine Übung? Keine, die angekündigt wurde. Zuhören, im Bereich ist irgendjemand. Verteilt euch und sucht nach Eindringlingen. Verwundeter! Bewegung! Zielperson verschwunden. Glaubst du, das ist Batman? Ziel Tiger 54. Wir haben Sichtkontakt und können bestätigen, dass das Ziel im Stahlwerk ist. Ich wiederhole, Batman hat das Stahlwerk betreten. Gut. Setzen Sie das Stahlwerk auf die Liste der wichtigsten Ziele. Protokoll 10 wird sowohl Batman als auch Joker vom Angesicht der Erde fegen. Anscheinend hat das Kätzchen die Sahne gefunden. Alpha-Rot, Anzahl der Bomben um 500% erhöht. Machen Sie 1000 daraus. Oh, ein guter Tag. Verstanden. Wird schon bald tot sein. Noch 3 Sekunden. Und jetzt habe ich auch noch Sie. 2, 1. An alle, wir haben Sichtkontakt. Das Stahlwerk wurde getroffen. Ich wiederhole, das Stahlwerk wurde neutralisiert. Gut. Warten Sie, bis Protokoll 10 abgeschlossen wurde. Und schicken Sie dann eine Gruppe rein, um Batmans Leiche zu bergen. Verstanden, Sir. Hey, Selina, du schaffst das. Geh einfach und lass ihn zurück. Ist ganz leicht. Du verzeihst dir das nie, Selina. Rette Batman und dann raus hier. Er ist Batman. Ist ja nicht so, dass er sterben würde. Seit wann hast du eigentlich ein Gewissen? Als Frau hat man nichts als Arbeit. Halt durch, mein Hübscher. Ich werde dich retten. Großartig. Siehst du, was ich für dich aufgebe, Batman? Oracle. Sie müssen das zu Ende denken. Batman kann diese Menschen nicht sterben lassen. Das tut. Bestätige Treffer. Mehrere Insassen gefallen. Bestätige Treffer. Insassen wurden neutralisiert. Mehrere Ziele erfasst und neutralisiert. Mehrere Ziele neutralisiert. Große Anzahl von Leichen.
Alle Ziele bekämpft. Ich wiederhole, mehrere Treffer. Ziel wurde erfolgreich bekämpft. Todeszahl im Sektor 3 sehr hoch. Kehren zur Basis zurück. Bestätige Treffer. Insassen wurden neutralisiert. Abtastungen des Bereiches zeigen 15, korrigiere, 17 Tote. Ich melde mehrere Treffer in Sektor 2. Bestätige Treffer. Mehrere Insassen gefallen. Rakete hat Ziel erfasst. Gebäude getroffen. Alle Ziele erfolgreich bekämpft. Todeszahl in Sektor 1 bei 200. Ich hab den Code. Begebe mich zum Wonder Tower. Gut, du tust das Richtige. Mit dem Code dürftest du durch einen Wachraum am Haupttor hineinkommen. Wenn Talia etwas zustößt, sag Alfred, dass es seine Schuld war. Ziel wurde getroffen. Ziele wurden bekämpft. Sektor 4 brennt wie ein Weihnachtsbaum. Mehrere Tote. Diese Teile. Keinen Schritt weiter, Batman. Wir müssen reden. Und ich weiß, dass du deines Lebens nicht mehr froh werden würdest, wenn du diesen armen Mann auf dem Gewissen hättest. Ich habe eine Frage. Vor meiner Ankunft war diese Stadt dabei, im Dreck unterzugehen. Hast du je in Erwägung gezogen, dass du daran schuld sein könntest? Deine Gegenwart hat diese Tiere erschaffen. Sie vermehren sich wie Bakterien. Du hast ein Umfeld erzeugt, in dem die Bakterien mutieren und stärker werden konnten. Nehmen wir nur mal Joker. Würde er ohne dich überhaupt existieren? Ist sicher deprimierend. Du hast so viel geopfert. Und bist doch an allem schuld. Oh, das ist fabelhaft. Endlich haben wir den großen Batman besiegt. Schon bald werde ich meinen rechtmäßigen Platz an der Seite eines Meisters einnehmen. Wir werden die Welt beherrschen. Vielen Dank, Batman, für all deine Hilfe. Und jetzt? Töte ihn! Bleib! Kraft! Haltet ihn auf!
Das war der letzte. Bereich gesichert. Tiger 43 an Turm, der Raum ist gesichert. Alle neuen Insassen wurden lokalisiert. Sehr gut. Protokoll 10, große Fortschritte. Während wir uns der letzten Phase von Protokoll 10 nähern, möchte ich die Zeit nutzen, allen Tiger-Einheiten für ihre wundervollen Leistungen zu danken. Die Bildschirme vor mir zeigen an, dass wir uns zügig einer Sterblichkeitsrate von 22% annähern. Meinen Berechnungen zufolge werden sämtliche Insassen von Alicetti innerhalb der nächsten 3 Stunden sterben. Dann tritt Protokoll 10 in Phase 2 über. Zum Ende des Monats werden in Keystone und Metropolis neue Lager nach dem Muster von Arkham City entstehen. Wir alle können stolz auf das sein, was wir geleistet haben. Wir bieten die Lösungen, die diese Welt braucht. Wir sind die Zukunft. Wir sind beim Turm. Keine Spur von Batman. Das ist äußerst enttäuschend. Einen weiteren Schlag vorbereiten. Ich will, dass das Museum ausradiert wird, Captain. Die Suche fortsetzen. Bestätigt. Suchen den Turm ab. Hier läuft die Zeit davon. Strange wird jeden töten, der dort ist. Ich bin fast oben. Ich werde ihn aufhalten. Ich weiß. Wie hat er all das schaffen können? Er hat hunderte von Menschen umgebracht und das mit dem Segen der Stadt. Er ist verrückt. Er hat einen Helfer. Wenn Protokoll 10 gestoppt ist, finde ich heraus, wer es ist. Lasst es nicht zu. Gibt es keine Spur von Batman, Sir. Gut. Vielleicht ist er abgeschlossen. Die Suche in den unteren Bereichen fortsetzen. Bestätigt, Zentrale. Wow! Zielperson setzt Nebel ein, um zu fliehen. Ziel jetzt in Bewegung. Batman ist da drüben. Hä? Vielleicht möchten Sie hier sterben, bis dahin. Das ließe sich einrichten. Sie haben nicht gewonnen. Sie können nicht gewinnen. Ich, Hugo Strange, bin Ihr Nachfolger. Ich habe Gotham gerettet. Oracle, schalte hier alles aus. Mit Vergnügen. Du hast alles ruiniert.
Ich hatte solche Angst davor, dass du mich vergessen könntest. Sieh dir mal deine Freundin an. Wie du sehen kannst, läuft sie Gefahr, ihr hübsches kleines Gehirn überall auf dieser Kamera zu verteilen. Ignoriere ihn, Liebster. Lass ihn sterben. Ah, wie romantisch. Das Blöde daran ist nur, dass es mir nie besser ging und du mich einfach nicht ignorieren kannst. Oder doch? Hör zu, Batman. Ich stell für dich eine kleine Show auf die Beine. Das wird der absolute Hammer. Ein echter Straßenfeger. Du solltest dich aber beeilen. Lässt du dir zu viel Zeit, liegt die Hauptdarstellerin nachher noch tot in ihrer Umkleidekabine. Flugeinheiten sofort umkehren, Angriffe abbrechen und sofort zur Basis zurückkehren. Wiederhole, sofort zur Basis zurückkehren. Wir sehen uns bald. Bis dann. Das ist einfach nur unhöflich, Batman. Ich habe im Kino so ein tolles Programm für dich zusammengestellt und du kommst nicht einmal. Was machst du da? Das ist geschummelt! Was zum Teufel treibst du da, Bert? Steh nicht einfach so rum! Ah!
sollst Batman umlegen. Hast du das schon vergessen? Deswegen komme ich noch zu spät zur Massage. Ist ja nicht so, dass es noch eine Dame gäbe, die du retten müsstest, oder? Oh, tut mir leid. Unpassend? Würde ein Tapetenwechsel deinen Schmerz etwas lindern? Zeit, meine Sachen einzusammeln und aus dieser verdammten Stadt zu verschwinden. Sweet home. Yeah.
Ist sie tot? Sekunde, sie wacht auf. Verdammt, was machen wir jetzt? Leg sie nochmal um. Du wirst bluten wie eine tote Katze. Wo sind meine Sachen? Sag es mir, oder ich nehme dich Stück für Stück auseinander. Two-Face hat sie. Er ist im Museum, okay? Danke. Du hast dich also entschlossen, zurückgekrochen zu kommen, Harf. Schade. Ach ja, dann muss dir dieses Kätzchen wohl ein für alle Mal Manieren beibringen. Schön, dass der Boss wieder da ist, oder? Ja, hast du die Ausrüstung gesehen, die er dabei hatte? Hatte er sich... Vorsicht, Catwoman! Ich nehme dich auseinander! Ich hab den Boss noch nie so fröhlich. Catwoman, sie ist hier! Was glaubst du, wie tief das ist? Tief genug, um einen verdammten Hai reinzutun. Catwoman ist hier! Sie wird sich nicht... Was war das? Hier drüben! Ich hab sie! Nein! Sorry, Harf, das ist echt nicht deine Nacht, was? Du sagst mir jetzt, wo mein restliches Zeug ist, sonst kümmere ich mich um die gesunde Seite deines Gesichts. Hab nur die Hälfte genommen. Den Rest hab ich weggegeben. Gewonnen, Schlampe! Das mit den Hälften reicht langsam. Es bringt dich immer nur in Schwierigkeiten.